Hast du sonst noch? Nee, was? Ogerwurzeltränke, nee. Sehr schade, dass er das nicht hat. Was hast du noch? Jetzt nicht. Ich meine, ich habe mit keinem mehr gehandelt. Ich meine, ich hätte Ogerwurzel sowas nie verkauft. Aber ein paar andere Sachen noch fällt mir gerade ein. Können wir nur eine herstellen davon? Schade. Das sieht gut aus. Was fehlt? Pilz. Ah. Ogerwurzel halt, das ist halt schade. Fläschchen, Heilwurzel, Wein. Aber davon haben wir mal einiges, weil die sind halt gut, ne? Die brauchen die. Gute Arbeit. Sehe. Fackel aufheben, Tränk schlürfen, und zwar den hier. Maximal Lebensenergie auf 10 gestiegen. Sehr gut. So. Gesagt, getan. Wir gehen zurück. Südostküste, südliche Ruine. Warte mal, westliche. Westliche Vulkankrotte. Sind wir da nicht besser dran? Ne, gar nicht. So, und dann so ein Standardweg wieder. Yeah. Natürlich cool, wenn wir irgendwo Ogerwurzeln noch finden würden wieder. Ich würde es so feiern. Ich würde sofort Tränke herstellen ohne Ende. Weil man merkt halt schon, dass wenn wir die halt nicht zweckentfremdet hätten und einfach nicht so blöd gefressen hätten, halt so viel stärker geworden wären schon. So langsam merkst man, für jeden Drang, den man einwirft, fängt es halt an, richtig weh zu tun den Gegnern. Na, ich habe mich nicht in den Sinn, dass man die jemals verkauft. Kann gut sein, dass ich die immer verkauft habe. Ich weiß es echt nicht. Aber es ist ja. Weiß ich mich eher schon, dass man über den ganzen Kilometer ja laufen können. Aber wieder ewig. Just keep rolling. Aber dann haben wir jetzt zum Glück das letzte Teil gleich. Grünblatt? Okay. Da kommt man nicht runter, ne? Warte, ja, stimmt, aber das ist eigentlich hier. Ich kann auch nicht rennen. Der läuft ja schon, der kleine Sohn. Hast du dich resettet? Nichts. Gut. Weil ich nicht gewusst habe. Ich glaube, ich kann mir eh nur einmal abbauen. Also ich re-respawn ja gelegentlich. Ich denke, es ist einfach ein bisschen zum Grinden da. Ja, ja nicht. Oh, Steinplatte? Nein. Apropos Steinplatte, da haben wir noch ein paar einstecken. Der Text handelt von magischen Sprüchen. Experte? Weil unsere Weisheit auf 200 ist. Taschendiebstahl, Akrobatik, Schleichen. Sind die Runen? Oh, okay. Ja, da war vielleicht ein zweiter Run mal dann interessant, dass man die Vulkanfestung beitritt. Natürlich bestimmt auch mal sexy. Mit den ganzen Magiesachen und alles. Ja, das ist natürlich dann brutal hochskillt, ne? Da bist du halt auch unzerstörbar. Was denn noch? Feuerball, Junge! Brauchst du einen Haufen Mana drin? Ist mir egal. Feuerball, Junge! Feuerball! Feuerball! Ich kann nicht doch mehr Feuerbälle einsetzen, aber nee, brennt schon. Pretty Patty. Walking down the street. Ich hab dir nichts verkauft, was relevant wäre.
Ja, ich glaube, es klingt pretty petty. Ich schmeiß meine Fackel weg, ich bin wohl blöd. Pretty petty, walking down the street, pretty petty. Und die Fackel geht noch, obwohl es im Wasser war. Ja, geil, das ist ein Weg. Da würde ich gerne hochspringen können, einfach so. Ich habe aber... Habe ich gemacht, ne? Ich habe das nicht verballert oder so. Ne, ich habe 3 Stück. Gut. So. Wir kennen ja einen Weg inzwischen. Ah, gibt es ja schon so Trampelpfad hier lang, sieht man ja inzwischen. Also warte, war ja da hoch. Ah, ich kenne den Weg. Eins, nice. Da ist eine Fackel. Pilze haben wir nicht hier noch zufällig. Also normale Pilze. Weil ja, aufheben, 10 Stück. Gibt nochmal 10 Leben extra. Pretty Patty. Hüpfen down the street, Pretty Patty. Er ist zu doof zum Hochklettern, der kleine Mann. Das turnt ihn wohl auch noch ziemlich an. Berserker-Schwert. Echt? Was kann das? 80, ja gut, das macht uns das auch schon. Haben wir nichts gewonnen, da davon. Das weiß ich nur, welcher der Weg richtige war. Der war's nicht. Gut. Dann war's der. So, dann mussten wir da lang. Dann mussten wir da lang. Dann mussten wir da lang noch, das weiß ich. Und da war der Weg. Gut, perfekt. Speichern. Leviathan. No! Einmal Leviathan-Sorg missbraucht. Ah, da ist der Hebel. Ja, perfekt. Ich dachte schon, wenn wir jetzt nochmal rüber müssen und dann wieder zurückporten, dann gibt es keinen Hebel aus. Dann flippe ich aber aus. Links, links, rechts, rechts. Nein. Links, links, rechts, links, rechts. Aber nicht. Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, links. Ach, leck mich doch. Links, links, rechts, links, links, rechts, rechts, rechts. Was? Kleiner aufklärender Kristall. Goldschmied kann eine Ringe draus herstellen. Goldschmied, okay. Heilkraut. So, jetzt dürfte es doch nicht offen sein. Wir dürften jetzt mal da durchlaufen, nicht sterben. Perfekt. Oh, unsere Fackel ist aus? Okay. Ach, ich hab da so ein blödes Gefühl. Ah, jetzt ein bisschen Verschwendung gerade gewesen. Hier ist kein Hebel. Das verarscht mich doch nicht. Wie soll ich das aufkriegen?
Wen ist Tor jetzt auf? Hat sich hier vielleicht was geändert? Da kann ich auch nichts machen, ne? Nee. Ich dachte halt, dass das runtergeht. Aber jetzt bin ich überfragt. Na, mal kurz, ich weiß, sogar ein bisschen dunkel, aber ist die Fackel noch an? Nee, die ist schon aus. Wir haben da gedreht, das ging auf, das ging auf. Die Tür kommt da durch. Ich drück vielleicht nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es irgendwie eine Kombi oder so. Nee. Auch nicht, ist das nicht wieder offen? Wie gehst du jetzt auf, Bruder? Okay, ich dachte, was ist denn jetzt los? Aber das ist die Fackel, die da so schippert. Ich so, ja, oh, heilige Sache. Ich schau nach. Ich kann mal das nächste Mal ver... Titanrüstung, da war's grad. Wasserfall. Lauft dann wieder zurück und falls euch bei einem leuchtenden Pilz in einen Nautilus kriegt, durch das kleine Loch. Ja, genau, habe ich ja getan. Den Bogen auf die Winde schießen. Wenn du Glück hast, triffst du mit dem ersten Schuss. Wenn du nicht, auch nicht. Okay. Winde? Was für eine Winde? Warte mal, ich habe aber irgendwo was gesehen, da war was. Es war aber nicht da, das war woanders. So, ich glaube, da müssen wir mal rechts lang. Da ist zwar ein Gatter. Ich glaube, das war woanders. Da muss ich das doch vielleicht nicht drehen. Was ich gedreht habe rechts. War vielleicht so ein Troll. Mal kurz auf. Wahrscheinlich soll das Tor jetzt komplett zu sein, behaupte ich mal, ne? Weil das wäre unlogisch. Nee, ist offen. Okay. Da sind wir hochgegangen. Okay, gerade Angst über die Falltür wieder. Ja. Weiß ja nie bei dem Spiel. Hä? Die war's. Da bin ich nicht reingekommen. Tada! Und da müssen wir jetzt wahrscheinlich noch was machen. Bevor das Tor aufgeht. So, jetzt wird ein Schuh draus. Hätte ich total ignoriert. So, dann müssen wir nochmal drücken.
Bitte zurück. Dankeschön. Ist die offen? Bitte nochmal zurück. Dankeschön. Ich weiß nicht, wo es dahin geht. Ich kack mich ein. Das war die Winde. Wo ist unser Pfeil? Da ist er. Ja, ist wichtig. So, damit geht das Tor auf. Ich dachte gerade, war ein Monster. Och, jetzt geht's Licht aus. So. Ja, schmeiß mal nebenan. Damit geht wahrscheinlich das Gatter jetzt hoch. Jetzt wäre Aschebestien kommen raus. Dann würde ich aber kurz Fred rufen, sofern es geht. Ah, da liegt sogar ein Steinchen noch. Cool. Ja, nimm mit. Material kann man immer gebrauchen. Rubby, 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 Rubby. Oh, bin gespannt wie Flitzebogen. Das machen wir ja schon seit, weiß ich, ein bisschen mehr als eine Stunde rum. Ne, eine Hebelleste mal. Danke. Genau, das war die Tür. Es muss das gerade aber offen sein. Seh. Machen wir mal folgendes. Dann holen wir ihn. Dann holen wir ihn. Dann trinken wir dich. Das eine Garde ist wieder unten, weil ich doof bin. Musste dann also doch betätigt bleiben. Gut. War ein Denkfehler. Sorry, aber wir sind ja gleich wieder da. Wenn keine idealen Kristalle kommen, bleiben unsere Zauberer auch erhalten. Da bist du halt am Arsch, wenn du nämlich dann Dings hast, Zauberer. Und der, kein Nahkampf, nix kann, ne? Außer halt zaubern. Hast du echt Augenblicken, wenn du keine Magie einsetzen kannst, bist du eigentlich tot. Aber gut, physischer Schaden ist natürlich auch so eine Sache. Aber sehr gewappnet sein wieder gegen Zauber, das ist halt immer so ein Hin und Her. So, braver Junge. Fred, hau zu! Uff. Muss mal was trinken hier. Miau, genau. Gut. Speichern. Truhe. Oh, die ist offen. Schick. Rüstungsteil. Nice. Level aufgestiegen, 5000 Erfahrungspunkte, geh weg. Dieser Stein sieht brüchig aus. Edric muss den Tarnort neu schmieden. Okay. Edric war an der Ostküste. Ich glaube, wir sind ganz stupide hier lang. In der Hoffnung, dass nichts Schlimmes passiert. Okay. Abkürzung. Lol. Und wie? Die kommt immer noch unter die blöde Wand. Gut, müssen Freda so oder so aufgeben. Ostküste. Dann gehen wir mal zu Eldrick. Ich hoffe, das ist noch in seinem Versteck.
Und Rufo, ich werde dich nie vergessen, Bruder. Gedenken an Rufo. Aber stay tuned for our begleiter.